Moin Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es einmal um die Elektrik und bevor ich es vergesse, und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um mehr solcher Videos zu sehen. Ich werde noch einiges mehr erklären, was man im Haushalt alles noch wissen muss. In dem Sinne würde ich jetzt sagen, starten wir mit der Elektrik. Ja, und zwar habe ich hier schon ein bisschen vorgearbeitet, da ich nämlich vergessen habe, das Ganze aufzunehmen. Nein, Spaß beiseite. Und zwar, bevor man überhaupt irgendwas an Lichtschaltern oder an Verteilerdosen macht, immer sofort Sicherung raus, Strom raus. Weil gerade das hier ist lebensgefährlich und kann wirklich zum Tod führen. In dem Sinne, ja, falls ihr dann den Strom ausgeschaltet habt, habe ich hier jetzt für meinen Gaming-Keller hier unten meine Steckdose und meinen Lichtschalter und das Ganze in Aufputz. Hier kommt später Lichtschalter durch, hier die Steckdose, kann man ganz klar erkennen. Aber kommen wir jetzt einmal zu der Steckdose bzw. zum Lichtschalter. Beim Lichtschalter ist es wirklich ganz einfach. Und zwar haben wir hier hinten, ja, kannst du auch hochbiegen, so haben wir hier hinten auch eine super tolle Anleitung. Ich habe hier meinen Dauerstrom, den schiebe ich hier oben auf das L rein für das Licht. Nein, das L steht nicht für Licht. Ich blende es einmal ein, wofür das L steht. Und damit ich das Licht auch an und aus kriege, wie gesagt, Masse auf Schwarz und die Zuleitung zu der Lampe habe ich auch braun gemacht. Das sieht man hier oben auch. Das ist nämlich auch das andere Kabel zur Lampe. Das ist in dem Falle hier grau-schwarz und in meinem Falle das braune Kabel. Was ich noch dazu sagen muss, das ist ein fünfadriges Kabel, weil ich hier unten natürlich noch eine Steckdose habe. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dem Lichtschalter. Das ist, wie gesagt, ganz einfach, gerade bei dem Gira-System oder auch bei allen anderen Systemen, ist das alles hier hinten super erklärt. Ich merke mir das eigentlich immer so, weil ich mache jetzt auch nicht so viel mit Elektrik, aber das Einfachste ist oben Masse, bei der anderen Seite, da ist einfach nichts. Wir haben einfach hier oben die Masse, dann geht hier unten der Strich runter und dann sehen wir hier so einen kleinen Cut und da weiß ich immer ganz genau, bei dem Cut, da muss ich dann Zuleitung zur Lampe reinmachen und dann bin ich da auch schon wirklich safe. Jetzt kommen wir noch zur Steckdose. Die ist in meinem Falle blau, Erdung und hellgrau oder fast weiß. Ich glaube, zu einer Steckdose brauche ich auch nicht viel sagen. Genau, das weiße Kabel ist bei mir nämlich die Masse, ne? Also sprich Masse ist bei mir weiß in der Steckdose, sprich wo es oben am Lichtschalter schwarz ist, ist es hier in der Steckdose weiß. Das habe ich dann auch hier oben an der Masse angeschlossen und dann in der Mitte natürlich die Erdung. Sollte selbsterklärend sein, die beiden Teile hier sind geerdet und dann hier links dann nochmal den Wechselstrom. Und ja, das Ganze muss ich jetzt natürlich hier unten noch anschrauben wieder, weil ich dort schon mal zwei Löcher voll gebohrt hatte, damit ich hier wirklich locker, flockig weg alles vernünftig erklären kann und auch anschließen kann. So, das Ganze sieht dann so aus. Ich schraube das mal gerade an. Ja, und das war's schon. Zack, zack. Das da oben muss ich jetzt noch einmal wieder alles vernünftig reindrücken. Normalerweise nimmt man da auch Vakuumblenden. Ich weiß nicht, ob die bekannt sind, ich blende sie mal ein. Damit ist viel, viel besser zu arbeiten, vor allem als diese blöden Nüsterklemmen. Deswegen, falls ihr sowas seht bei euch im Haus, Wohnung etc. und da sind noch die alten Nüsterklemmen drauf, tut mir da einen Gefallen, kauft euch da Vakuumklemmen. Die gibt es in verschiedenen Größen. Die fangen bei drei Kabeln an, also drei Steckern. Und dann werden die halt immer größer.
Und ja, ansonsten ist es ja auch nicht so nice in diesen alten Lüsterklemmen, aber da ich auch aktuell gerade keine Vakuums mehr habe, bin ich nämlich auch erst wieder recht besorgen. Und da kommt jetzt noch eine Kappe drauf. Und dann war es das mit Lichtschalter und Steckdose. Müssen natürlich noch gucken, ob es funktioniert. Ja, und das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat die kleine Einführung in Lichtschalter und Steckdose weitergeholfen und natürlich auch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und für mehr solcher coolen Videos würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt zur Elektrik oder zum Trockenbau oder zum Fliesenlegen oder allgemein Boden verlegen, könnt ihr das gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde euch dann natürlich auch darauf antworten und weiterhelfen. In dem Sinne würde ich sagen, macht's gut, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.